Hi Leute und willkommen zu diesem Video. Ja, heute soll es um die Stoßstange gehen. Die möchte ich weiter bearbeiten. Das heißt, sie wird einmal angeschliffen. Das hier vorne, die Ecke, soll noch gespachtelt werden. Wie man das genau macht, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ja, das hatte ich ja hier schon mal so ein bisschen geschliffen und mit Füllspachtel bin ich da mal hingegangen und habe schon mal diese großen Unebenheiten, die durch dieses Plastikschweißen da entstanden sind, schon mal aufgefüllt, das dann wieder beigeschliffen. Jetzt habe ich hier natürlich so kleine Unebenheiten noch. Da habe ich mir jetzt einfach mal hier so eine Dose Feinspachtel besorgt. Das werde ich mir kurz anmischen und dann kann ich hier diese kleinen Unebenheiten nochmal beispachteln. Lasse ich das kurz aushärten, dann wird das nochmal geschliffen und dann schleife ich gleich die ganze Stoßstange an. Ja, also das Teil hier, das hier bleibt so, da ist ja nichts lackiert. Das wird dann hier so abgeklebt und das seht ihr aber jetzt gleich alles. Gut, dann mische ich mir den Spachtel einmal an und dann fangen wir hier einmal mit an. So, ich nehme jetzt einfach hier so ein bisschen von dem Spachtel raus, hier so ein Stück Pappe, kann man ruhig mal machen, ich brauche da nicht sehr viel für. Ja, nehme ich mir jetzt einfach mal hier so ein bisschen da gerade raus und teile mir das hier so ein bisschen. Und wenn ihr sowas macht, nehmt erstmal ein bisschen weniger. Also ihr müsst das ein bisschen abschätzen, wie viel ihr braucht. Und ihr könnt lieber nochmal einmal nach anmischen, als wie am Anfang direkt so eine halbe Dose. Und ich sag mal, im Endeffekt braucht ihr nur so viel. Habt dann natürlich viel von dem Zeug verschwendet. Ne? Gut, das reicht schon. Locker, dann kann man das auch schon wieder zumachen. Am besten hier wieder den Deckel ordentlich drauf. Zack. Und dann könnt ihr das auch wieder beruhigt an die Seite stellen. Schön trocken lagern das Zeug. Dann ich habe mir jetzt einfach mal hier so ein Stück Holz genommen und das geht wunderbar. Ja, dann nehmen wir uns hier den Härter. Ja, man sagt so ungefähr 2% von der Masse an Spachtel, was ihr aufgetragen habt, nimmt man dann so ein bisschen härter. Ja, ich mache da einmal immer so quer rüber. Und auch nicht zu viel. Nimmt da zu wenig, wird der Kram nicht trocken. Nehmt ihr zu viel, verkürzt das natürlich die Zeit, die ihr das verarbeiten könnt. Ja. Dann, hier, ich kann euch das mal kurz zeigen. So mache ich das immer. Einmal so quer rüber, so ungefähr so eine dünne Nase. Und dann reicht das schon. Ja, dann gehe ich jetzt hin hier, nehme mir meinen Spachtel, nehme das hier so ein bisschen in die Hand und dann wird das der Härter hier so ein bisschen untergemischt, dass das dann hier alles schön miteinander vermengt ist. Ja, das könnt ihr dann wirklich gut sehen, ja, wenn da von dem Roten, man sagen, nichts mehr groß zu sehen ist, dann habt ihr das schon richtig gemacht. Guckt da auch, wenn ihr jetzt so wie ich hier, sag ich mal, so ein Stück Pappe nimmt. Ich habe das jetzt gerade von einem Karton abgerissen, also der ist sauber gewesen. Nimmt da jetzt nicht gerade so ein Stück, wo richtig Dreck drauf ist oder so. Das verschmiert ihr dann natürlich alles hier rein. Das wollen wir nicht. Also ihr könnt natürlich auch zwei Spachtel nehmen und das dann so vermengen. Das geht auch. Aber das ist jetzt mal eben schnell die einfachste Methode, um hier
bisschen Spachtel anzumixen. So, na, dann sieht das so aus. Und das reicht auch schon. Ja, dann gucken wir mal hier. Ich habe da jetzt auch nicht ewig Zeit, um das aufzutragen. Ich sag mal, da jetzt auch nicht gerade Daumen dick oder sowas auftragen. Das ist ja Füllspachtel. Feinspachtel. Und beim Füllspachtel könntet ihr ein bisschen großzügiger sein. Man kann natürlich nachher alles wieder runterschleifen, klar. Aber warum sich zusätzlich Arbeit machen? Nacharbeiten kann man immer alles. Ich bin auch kein Spezialist, was jetzt das große Spachteln angeht, aber ein bisschen geht das schon. Irgendwo hat man das alles schon mal gemacht und man sieht es auch, wie sich das Material so ein bisschen verhält und dann kann man damit schon umgehen. So, hier sind im Endeffekt alles nur so kleine Stellen. Nutzt da auch ruhig, wenn ihr da den Spachtel verteilt ruhig die ganze Breite des Spachtels. Hier. Ja, merk schon, mein Spachtel wird schon hart. Das heißt, ich habe dafür schon wieder ein bisschen zu viel härter genommen. Naja, gut. Ist jetzt nicht das Problem, das sind hier so die zwei Stellchen, aber das ist eigentlich noch in Ordnung. Das, was ich machen wollte, das habe ich hinbekommen. Jetzt lasse ich das noch in Ruhe aushärten. Ja, ich gebe der ganzen Sache mal so 20 Minuten. Dann sollte das eigentlich genug sein. Und dann kann ich das auch beischleifen. Dann habe ich hier schon mal ein bisschen angefangen, das überschüssige Material wegzuschleifen. Habe ich etwas gröberes genommen. Wenn ihr das macht, denkt daran, nehmt euch eine Staubmaske. Ne? Atemschutz ist wichtig. Ich bin jetzt hier noch nicht hingegangen mit dem Kompressor, also mit Druckluft, das hier abzupusten, weil dann verteilt sich das alles noch mehr hier in dem Raum. Deswegen gehe ich hier mit dem Handfeger und fege ich das so ein bisschen ab. Das geht auch erstmal. Und dann nehme ich mir hier etwas feineres Schleifpapier. Und dann hier wirklich schauen. Ja, das fühlt man ja. Das ist wirklich eine schöne, glatte Oberfläche ergibt. Das hier, der alte Lack wird nachher noch angeschliffen. Und umso sauberer ihr diese Vorarbeiten macht und umso besser wird dann auch nachher das Endergebnis, wenn ihr das lackiert. Auch wenn die Lackierung dann noch nicht mal so 1000%ig ist, wird sie mal bei mir auch nicht sein, das ist klar. Aber wenn der Untergrund schon einigermaßen gut vorbereitet ist, das macht schon was aus. Ja. Gut, ich schleife das hier jetzt noch ein bisschen, aber da müsst ihr nicht bei sein. So, dann nach dem ersten Schleifen, nachdem ich den Feinspachtel aufgetragen habe, bin ich eigentlich ehrlich gesagt recht zufrieden. Also das habe ich schön glatt hinbekommen. Hier war ja das Loch drin. Ja, hier war das Loch drin und das ist hier jetzt mit Spachtel aufgefüllt. Also
eine ganz kleine Unebenheit, aber die kriege ich auch noch weg. Aber sonst, ja. So, nachdem ich die Stoßstange gereinigt habe, habe ich es einfach mit Bremsenreiniger gemacht. Nehme ich mir jetzt hier so ein bisschen Haftgrund, den habe ich noch. Und dann sprühe ich damit einmal die Fläche ein. Ich will auf eine Zeit machen. Ja, wie ihr seht, habe ich schon mal den Primer drauf gemacht, Grundierung. Es muss ja nicht sehr dick, also eine dünne Schicht. Ich überlege jetzt gerade nur, ob ich da einmal dunkel, schwarz, matt. Hier lasst euch nicht beirren, ne? Das verschwindet alles noch, das ist noch ein bisschen Spachtel. Ja, die Stoßstange ist soweit grundiert, ne? Das seht ihr hier. Und kleine Unebenheiten, okay. Da probiere ich jetzt aber, wie ich schon sagte, einmal mit Schwarz-Matt, da ich schon mal eine Basis habe. Und dann nachher mit dem Glänzenden darüber. Ich bin natürlich kein Lackierer, ja? Also jeder Lackierer, der das sieht, wird bestimmt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ist mit der Sprühdose lackiert, also man kann das machen, ja. Aber da hauen wir jetzt einmal eine Schicht Farbe drauf und dann gucken wir mal, wie das Ergebnis geworden ist. So, die erste Deckschicht mit Schwarz-Matt habe ich schon mal gemacht. Jetzt möchte ich ganz gerne hier Schwarz-Glänzend drauf geben. Wenn ihr das macht, Leute, Artenschutz ist jetzt nicht hier gerade das Optimum, aber besser als gar nichts. Ich habe hier auch für ein bisschen Lüftung gesorgt. Wenn ihr das macht, hängt da an eure Gesundheit. Gut, ich fange jetzt an und lackiere das einmal. Ja Leute, wie ihr gesehen habt, das war die kleine Reparatur der Stoßstange. Das kann man für den Privatgebrauch schon mal machen.
Und das Ergebnis ist für mich erstmal zufriedenstellend. Mit dem Spachteln, Schleifen, auch mit dem anschließenden Lackieren, mit der Sprühdose. Das hat alles relativ gut geklappt. Und die Stoßstange ist definitiv nochmal verwendbar. Okay, das soll es jetzt zu diesem Teil gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren, liken, kommentieren wie immer. Bis dann. Ciao, Leute.